Die Planung dieses Vorhabens begann schon 2 Jahre vorher. Ich studierte im Internet Filme von ähnlichen Motorradreisenden, um einige Informationen zu haben. Hier erarbeitete ich mir auch diverse Wegepläne für die Hin- und Rückfahrt, wollte ich doch nicht die Autobahn benutzen, sondern nur Landstraße fahren. Als der Reisetermin bekannt war, ergänzte ich meine Ausrüstung. Ganz wichtig hierbei war der Jugendherbergsausweis und den konnte ich sehr, sehr gut gebrauchen, wie sich im Nachhinein herausstellte. Ich fahre morgens gegen 8.45 Uhr zu Hause los, bei idealem italienischem Motorradwetter. In Mannheim feiert man die Erfindung des Fahrrades vor 200 Jahren durch Karl Drais. Meine Planung war, bis zur Schweizer Grenze zu fahren. Der Weg sollte mich zuerst entlang des Rheins, dann durch den Nordschwarzwald über Freudenstadt führen, dann weiter nach Villingen, Rottweil Richtung Schaffhausen. Sonniges Wetter, blauer Himmel, beste Straßen, herrliche Landschaft. In mir war Spaß, Freude und Zuversicht. In Florenwinzeln hinter Freudenstadt bleibt das Motorrädel stehen und tut keinen Mucks mehr. Glücklicherweise vor dem Haus der freundlichen Familie Niebel. Der Schlüssel des Koffers bricht dann noch ab, als ich an die Werkzeugbox wollte. Herr Niebel prüfte die Batterie und versuchte diese zu laden. Er besorgte mir auch einen Ersatzschlüssel im Nachbarort. Der herbeigerufene gelbe Engel des ADAC stellte fest, dass vermutlich der Regler defekt sei und veranlasste den Transport zur Fachwerkstatt zurück nach Freudenstadt. Es war Samstag, also Wochenende, nirgends war das Teil aufzutreiben, die Werkstatt hatte geschlossen und so musste ich mich bis Montag in der Jugendherberge einquartieren. Die verschwitzte Kleidung habe ich gewaschen und sortierte gleich mein Gepäck auf dem Zimmer. Das noch nicht genug war, Panne mit dem Motorrad, Schlüssel vom Koffer abgebrochen, ist mir auch noch mein Handy runtergefallen und die Rückseite, die aus Glas ist, löst sich langsam auf. Deshalb habe ich jetzt die Herbergsmutter gebeten, mir Packband zu geben und eine Schere, damit ich die Rückseite vom Handy fixieren kann. Am ersten Abend meiner Tour gönnte ich mir dann eine Pizza in einem Schnellrestaurant im schönen sommerlichen Freudenstadt. Den Sonntag verbrachte ich in der Stadt nach dem morgendlichen Kirchgang und beneidete die Biker, die das ideale Motorradwetter nutzen konnten. Ich sah auch die Fans mit den Oldies, die mit ihren Schätzen spazieren fuhren. They got people that's hanging from another tree.
Mississippi down to New Orleans. Auf dem Hauptmarkt fand ein Afrika-Fest statt. Ich nahm mir die Zeit für einen gemütlichen und ausgedehnten Bummel über den Markt mit seinem bunten und vielfältigen Angebot. Einige der Händler lernte ich kennen, weil sie auch in der Jugendherberge übernachteten. Außer den Zopfflechterinnen gab es ein breites Angebot an Waren aus Naturstoffen wie Keramik, Holz und Leder, die handgemacht waren. Dazu afrikanische Kunst, Mode und Schuhe. Besonders die exotischen Gewürze und Speisen an manchen Ständen rochen etwas ungewohnt für meinen Geschmack. Am Ende des Rundgangs genoss ich im Café Müller ein leckeres Stück Schwarzwälder. Abends saß ich im Zimmer über den Wegbeschreibungen. Am frühen Montagmorgen war ich gleich in der Werkstatt und der Chef, Herr Beck, versicherte mir, sofort die Reparatur vorzunehmen. Um 10 Uhr bekam ich den Anruf, dass alles fertig sei. Nur die Kontakte einiger Kabel waren nachzustellen. Bei Sommerwetter machte ich mich auf den Weg durch die schöne Landschaft des Schwarzwaldes Richtung Schweiz. Das Motorrädel lief tadellos. Frühen Nachmittag erreichte ich die Schweizer Grenze und entschloss mich, entgegen meiner Planung, um etwas Zeit aufzuholen, so weit zu fahren, wie ich an diesem Tag eben fahren konnte. Nach dem problemlosen Grenzübertritt ohne Kontrolle machte ich im Schatten eine kurze Pause. Mein Fahrziel war zunächst Zürich. Haargenau befolgte ich die Anweisungen meines Navigationsgerätes. Und hier in Ratz, einige Kilometer in der Schweiz, war die Route ratzfatz gesperrt. Und das Besondere, es gab keinerlei Beschilderung einer Umleitung. Keiner, den ich ansprach, konnte mir eine genaue Angabe dazu machen.
So fuhr ich durch den Ort und suchte nach irgendwelchen Hinweisen. Weil einfach nichts zu finden war, fuhr ich weiter nach meinem Handykompass und meiner Nase in Richtung Süden. Gegen 17 Uhr in der Hauptverkehrszeit erreichte ich mein Ziel, Zürich. Weil ich noch Zeit hatte, fuhr ich weiter Richtung Süden. Der Akku meiner Frontkamera hatte schon schlapp gemacht. Gegen 18.30 Uhr fing es dann an zu regnen und ich suchte mir eine Herberge. Ich fand sie in Art am Zuger See. Es hatte sich zugezogen und der Blick auf den See war getrübt. Der Wegweiser zeigte mir die Fahrtrichtung für den morgigen Tag. Nach dem Duschen und Wäschewaschen, sie war regennass, hing diese zum Trocknen in meinem Zimmer. Ich ging noch zum Essen ins Lokal und dann zum Kartenstudium auf mein Zimmer. Bis zum Morgen hatte der Regen aufgehört und es war bewölkt, kühl, aber trocken. Ohne zu frühstücken packte ich meine 7 Sachen auf mein Motorrädel. Nach der Navi-Eingabe startete ich in Richtung Gotthard. Die Kameras hatte ich über Nacht aufgeladen. We'll be right back.
mein Motorrädel nicht so schnell fuhr, musste ich auf den Seitenstreifen ausweichen, um den Berufsverkehr nicht zu behindern. Trotz schlechter Wetterprognosen freute es mich, dass die Sonne ab und an zwischen den Wolken durchblinzelte. Begleitet von einem beeindruckenden Bergpanorama kam ich recht zügig voran. Die Tankstopps nutzte ich auch zu einer kurzen Pause. Bei diesem Lachgesicht machte ich mir Gedanken, ob es mich an- oder auslacht. Meine Tagesplanung ging bis Genua, kam aber nur bis Varese. Je weiter ich in die Berge fuhr, umso ungemütlicher wurde das Wetter.
weil es stärker anfing zu regnen, holte ich das Frühstück bei einer Pause in Andermatt nach. Je weiter und höher ich mit meinem Motorrädel kam, wurden die Regenschauer häufiger und gingen danach auch in Dauerregen über, teilweise mit Schneekriesel. Die Temperaturen sanken spürbar ab und da war es manchmal gut, durch einen der zahlreichen Tunnel fahren zu können.
Angekommen auf der Passhöhe von über 2000 Meter erwartet mich alpenländisches Geläut der Weidekühe. Bei einer Verschnaufpause, bevor es wieder die Passstraße abwärts geht, schauen mich die Viecher staunend an. Was die wohl denken? Am Ende des Tales wird es heller. Das war tröstlich. Die Landstraße führt entlang der Autobahn. Angekommen im Tal, am Lago Maggiore. Es hat aufgehört zu regnen. Der Akku der Motorradkamera ist wieder leer. Hier wäre die Investition in einen Ersatzakku gut gewesen. Um an der italienischen Grenze filmen zu können, versuche ich mit der kleinen Sony einen Platz am Motorrad zu finden, der einigermaßen passt. Meine Route führt entlang des Sees zur italienischen Grenze und weiter nach Süden. Am Abend bin ich dann in Varese. Den Grenzübertritt nach dem geliebten Italien wollte ich schon filmisch dokumentieren, waren zu Hause einige Skeptiker, ob ich das überhaupt erreichen werde. Es funktionierte auch hier ohne Kontrolle einwandfrei. Kurz hinter der Grenze, es war früher Nachmittag, machte ich Pause in einem Gasthaus am See und gönnte mir mit Spaghetti schon ein bisschen Dolce Vita. Nach dem Essen fuhr ich weiter und musste feststellen, dass mein Navi nichts mehr anzeigt und meine Uhr am Motorrad stehen geblieben ist. Ein Uhrmacher im Laden prüfte die Uhr und stellte fest, dass das Werk defekt sei, es nicht an der Batterie liegen kann. So fuhr ich nach ADAC-Routenplaner, Google Maps des Handys und der Beschilderung weiter bis nach Varese. Dieses Hotel hatte man mir empfohlen, aber es war ausgebucht, deshalb ging ich eine Ecke weiter, wo man mich gerne aufnahm. Heute ist Waschtag, weil ich so viel Unterwäsche gebraucht habe. Erst weil es so heiß war und alles durchgeschwitzt. Und heute, weil heute Regentag war, über den Gotthard, hat es geschüttet hinter Bellinzona. Erst dann hat es aufgeglatt und alles, ich war natürlich klatschnass. Hoffe, dass die Wäsche bis morgen früh trocken ist. Deshalb habe ich mir extra von zu Hause Kernseife mitgenommen. Ein heißer Tipp von meinem Schwiegervater, Gott hab ihn selig. Er hat gesagt, damit kann man sich waschen und Wäsche waschen. Die Wäsche ist fertig und alles aufgehängt zum Trocknen. Die Handschuhe habe ich hinter den Rollladen gelegt, weil die auch glatschnass sind, damit die auch austrocknen können. Und ich hoffe, das klappt bis morgen früh. Nach der Pflicht die Kühe. Ich machte an diesem Sommerabend einen Bummel durch die Stadt. Das Wetter war angenehm und machte Hoffnung für den kommenden Tag. Musik
Viele Markenshops, aber auch schöne Inhaberläden gibt es in der Fußgängerzone. In der Stadt wird Traditionelles mit Modernität gepaart. Bistros, Bars, Pizzerien und Spezialitätengastronomie findet man auch, die zum Genießen für alle Sinne einladen. Schon auf dem Rückweg ins Hotel finde ich diesen Eissalon und genehmige mir einen Genießerbecher. Welcher es wohl war? Flinke Hände stellen den gewünschten Kopa zusammen und überreichen diesen mit einem charmanten Lächeln. Mir bleibt dann der pure Genuss als Betupferl. Zurück im Hotel plane ich die Tour für den nächsten Tag. Eigentlich soll es bis Genua gehen, aber dann kommt es wieder anders, als man denkt. Draußen regnet es wie verrückt, es donnert, es blitzt und es stürmt. Es ist jetzt morgens nach 6 Uhr. Der Regen prasselt runter. Sieht natürlich schlecht aus für die Fahrt heute. Aber ich hoffe, dass sich das Wetter noch bessert, bis ich später wegfahre. Aber es hat die ganze Nacht noch viel stärker geblitzt, gedonnert. Schlechtes Motorradwetter. So, ich bin jetzt in Torre Beretti und ihr kennt sicher den Spruch: Lächle, es könnte schlimmer kommen, und ich lächelte und es kam schlimmer. Ich habe nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht, wie das, was ich erlebt habe über den Gotthard mit Schnee und kalt und was weiß ich, Regen ohne Ende. Aber das, was ich heute erlebt habe, von Varese Richtung Genua, das war also selbst für mich unbeschreiblich. Ich bin in Varese, war heute Nacht, eine Gewitterfront mit Hagel, Sturm, Wind, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Es ist los, ich bin um 12 Uhr gestern Abend ins Bett und um 12:30 oder 12:45 ging es da richtig los. Und es hat sich hingezogen bis ungefähr um 3 Uhr. Die Feuerwehr war auf dem Einsatz, Einsatzwagen, Sunny, was weiß ich, Polizei war zu hören, überall. Und dann hat es etwas aufgehört und morgens so um 5 Uhr ging die Schoße wieder von vorne los. Das gleiche in grün. Und da habe ich gedacht, heute ziehe ich mal gleich von Anfang an die Regenwäsche an,
damit ich wenigstens nicht zu arg nass werde. Ich bin gefahren von Varese weg, 5, 6, vielleicht 10 Kilometer, strahlender Sonnenschein, trockene Straßen, herrliches Wetter. Jetzt wollte ich aber nicht nochmal anhalten, um keine Zeit zu verlieren. Bin dann gefahren ungefähr 100 Kilometer, bis ich dann nachtanken musste. Und dabei habe ich dann auch meine Regensachen abgelegt, habe mich normal wieder angezogen, sogar die Ärmel aufgemacht, dass ein bisschen Wind reingeht. Fahre ungefähr 20, vielleicht 30 Kilometer, eine halbe Stunde, da fängt es wieder an zu prasseln, wieder an zu regnen, wieder an zu stürmen und sowas also habe ich nicht erlebt und es ist mir passiert dann auf freiem Feld. Es war kaum kein Baum zu sehen, nichts. Plötzlich kam ein alleinstehendes Haus und eine Bushaltestelle mit so einem Häuschen zum Unterstellen. Da habe ich dann angehalten, habe wieder meine Regenklamotten ausgepackt, habe meine Regenklamotten angezogen und bin dann weitergefahren, als es etwas nachgelassen hat. Es hat dann immer noch etwas getröpfelt, aber es ist dann eigentlich zum Fahren gegangen. Aber man musste etwas vorsichtiger fahren natürlich. Und dann so gegen 16 Uhr war es wohl, hat mich wiederum ein Schauer eingeholt. Da waren taubeneiergroße Eisschloße dabei. Es hat geregnet. Wie verrückt, zum Glück konnte ich mich bei einer Keramikfirma da unter so ein Vordach stellen. Der junge Mann hat mich dann reingebeten, ich bin aber dann nur auf die Fußmatte, weil ich triefend nass war. Das ganze Zeug ist bei mir als Wasser aus dem Rucksack gelaufen, überall rausgelaufen, weil ich trotz Regenkleidung total durchnässt war. Und Er hatte ihn dann auch gebeten, er möge mal schauen, ob es hier in der Nähe ein Hotel gibt. Und jetzt bin ich hier in Torre Barese, glaube ich, heißt es, gelandet in einem ansprechenden Zimmer. Überall sieht man wieder meine nassen Kleider hängen. Die von gestern waren auch noch nicht durchgetrocknet. Die waren auch noch feucht in der Tasche, habe ich auch gleich wieder rausgepackt und die von heute gleich wiederum dazu. Und morgen sollte es wieder besser werden, was wir dann hoffen. Als ich dann weggefahren bin zu dem Hotel hierher von der Keramikfirma, wo ich mich untergestellt habe, konnte ich einige Ortschaften und Straßen gar nicht passieren, musste Umwege fahren, weil die Feuerwehr, die Polizei die Straßen gesperrt hat. Ich bin dann in einen Ort reingefahren, hinten durch so eine Seitenstraße, wo andere Autos dann auch reingefahren sind, die dann so Schleichwege kannten. Da habe ich gesehen, dass die ganzen Stühle in den Vorgärten oder in die Bistros und Cafés ja draußen stehen haben, auf der Straße verteilt waren, dass die Keller ausgepumpt wurden von der Feuerwehr, dass die Straßen im Ort gesperrt sind, dass also wirklich ein Chaos hier ausgebrochen war. Das also habe ich so in diesem Sinn eigentlich noch nie erlebt. Aber jetzt bleibe ich halt hier. Gefahren bin ich vielleicht heute 120 Kilometer. Weiter bin ich leider jetzt nicht gekommen Richtung Genua. Ich wollte ja bis Genua durchfahren, aber um 4 Uhr musste ich ja, wie gesagt, die Fahrt dann endgültig abbrechen, weil es hat ja keinen Zweck. Auf Sicherheit wollte ich dann schon gehen. Das ist also nicht, dass ich jetzt mit Gewalt da das durchziehen muss und dann pünktlich da sein muss. Also, das war mein Bericht für heute. Und was mich natürlich immer wieder wundert, es gibt überall Leute, die einem gerne helfen, die alle Möglichkeiten, alle Sprachschranken überwinden mit Englisch, Französisch, Hände und Füße, paar italienische Worte, die ich auch verstehe oder sagen kann, die helfen da schon weiter. Also bisher immer nur gute Erfahrungen gemacht und wirklich nicht schlecht. Also bis dann. Ich war jetzt kurz noch was essen und wollte ein paar Aufnahmen machen
vom Hotel, von der Gastwirtschaft, wo ich war, für meinen Fahrbericht am Ende. Jetzt habe ich festgestellt, dass mein Foto auch nicht mehr geht, dass der innen ganz nass geworden ist. Der war im Rucksack, wo das Wasser reingelaufen ist, obwohl ich die Regenhaube drüber hatte. Aber das war ja wirklich höllisch. Jetzt mache ich hier mit dem Föhn, muss ich jetzt sehen, dass ich die Feuchtigkeit aus dem Ding rauskriege, damit er wieder funktioniert. Schon, der hat vorhin nicht eingeschaltet. Und da ist jetzt so viel Feuchtigkeit innen drin. Jetzt muss ich die versuchen, mit dem Föhn da rauszumachen. Also es ist wirklich Abenteuerurlaub pur. Das muss ich jetzt so machen, dass ich in den Foto hier mit dem Föhn reingehe, die warme Luft durch den Akkuschacht und den Steckplatzschacht die Luft reinblase, dann schlägt sich das, die Feuchtigkeit hier am Display nieder. Und wenn ich dann hier auf das Display föhne, hoffe ich, dass die Feuchtigkeit nach oben rausgeht durch die Wärme und durch den Akkuschacht wieder entweicht. So. Und dass halt dadurch die ganze Feuchtigkeit oder zumindest der Teil, der das Gerät am Arbeiten hindert, wieder verschwindet. Jetzt machen wir mal die Steckplatzkarte rein. Ah, das Display ist jetzt schon wieder angelaufen, aber das muss natürlich jetzt erst langsam wieder. Den Akku machen wir auch mal rein und siehe da, es geht wieder. Das Display hinten ist jetzt etwas angelaufen und milchig, aber ich lasse es jetzt über Nacht mal offen, dass die Feuchtigkeit langsam dann entweichen kann. Aber wenigstens hoffe ich, dass morgen auch vorne am Objektiv ist auch Feuchtigkeit. Wird vielleicht doch etwas länger dauern. Also, aber ich bin guten Mutes, dass ich das wieder hinkriege mit der Zeit. Mit Geduld und Spucke passt es dann schon. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen war natürlich zum Himmel. Und Gott hat meine Gebete erhört. Nach Regen kommt immer wieder die Sonne. So startete ich nach dem Frühstück. Der Chef des Hotels hat sich sehr um mich bemüht, weiter Richtung Genua. Die Restfeuchte in der Kleidung und in den Schuhen wurde durch den Fahrtwind endgültig ausgeblasen. Lediglich mein Navi war nicht bereit, mir die Wegstrecken anzuzeigen und ich fuhr nach Beschilderung. Kleine, malerische und größere Orte, gelegen in herrlicher Landschaft der Lombardei, kam ich Kilometer um Kilometer meinem Ziel näher. Thank you.
Liebe Gott schickt die Engel, man muss sie nur erkennen. So war es auch, als am Wegrand ein Motorradfahrer telefonierte und die schöne Oldtimer-Maschine fiel mir sofort ins Auge. Ich wendete, hielt an und machte einige Fotos. Dann kamen wir ins Gespräch und welche Freude, er sprach hervorragend Deutsch. Dann wurde ich zum Mittagessen eingeladen von Don Lorenzo, einem genuesischen Pfarrer, der mit seiner Mutter Guzzi auf dem Nachhauseweg zu seiner Mutter war. Zeigt er mir seinen schönen großen Garten. Komm, 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 komm. So. In der guten Stube stellt er eben mir seine Mutter vor und dann seine Vorfahren, die einst als Kaufleute aus der Eifel kamen. Seine guten Deutschkenntnisse erlernte er auf einer deutschen Schule in Genua. Während seine liebe Mutter uns das köstliche, typisch italienische Mittagessen servierte, lauderten wir von Gott und der Welt und seiner Aufgabe, christliche Flüchtlinge in Genua zu betreuen. Auch ich erzählte ihm meine Geschichte, wo ich herkam und warum ich mit dem Motorrad in Italien unterwegs bin. Bei einem Rundgang durch das Haus gibt es einige Raritäten zu entdecken. Mit seinem Laptop lädt er mir auch noch die aktuelle Italienkarte auf mein Navi. Dafür war ich sehr dankbar und glücklich, dass es nun funktionierte. Um noch bei Tageslicht meine Herberge zu erreichen, verabschiedete ich mich am späten Nachmittag. Es war dann noch ein Stück Arbeit, das Ostello, so nennt man die Jugendherbergen in Italien, von Genua zu finden. Liegt es doch hoch oben über der Stadt mit einem Anfahrtsweg durch teilweise schmale und enge Straßen und Gassen. Manchmal muss man fragen, ob man auf dem rechten Weg war, aber einige Leute konnten da nicht wirklich weiterhelfen, weil die Straße und die Einrichtung gar nicht bekannt waren. Thank you.
nachdem ich zweimal die Stadt in verschiedenen Richtungen durchquert hatte, kam ich kurz vor Sonnenuntergang an meinem Tagesziel an. Das Gebäude sah nun nicht so einladend aus, aber das Zimmer entschädigte mit einem herrlichen Fensterblick auf den Hafen mit den großen Kreuzfahrtschiffen und Fähren und einem Rundblick über die Stadt in der Abendsonne. Da sah ich erstmals das Mittelmeer, es war schon ein bisschen stolz in meinen Gefühlen. Hier bin ich jetzt in der Jugendherberge angekommen und das ist das Zimmer, die Dusche, die Toilette und hier im Zimmer sind 5 Betten, aber ich habe nur das eine für mich belegt in der Mitte. Und meine Sachen aufgehängt, allerdings heute nicht zum Trocknen, bloß damit ich alles sehe, morgen nichts vergesse. Ich muss mein Bett jetzt selber machen. Da kriegt man unten die Wäsche in die Hand gedrückt. Und da muss man das Bett selbst beziehen. Und morgen muss man die Wäsche wieder abgeben zum Waschen. Jetzt schaue ich mal, ob ich das richtig gemacht habe, was das für ein Laken ist. Das eine ist für oben, das andere für unten, aber das ist das gleiche. Wie ich sehe, deshalb, oder, Moment. Jawohl. Ich das unten schon gemacht habe, lege ich das jetzt hier oben drauf. So. Na, da stimmt es noch nicht ganz. Und hier die Decken. Eine Decke. Die kann man auch oben drauf legen, obwohl ich nicht sicher bin, ob ich die drauf lasse, weil es doch angenehme Temperaturen hat. Es ist nicht heiß. So, und jetzt gehe ich noch etwas außer Haus, weil man von hier einen wunderschönen Blick über den Hafen hat. Die Sonne geht jetzt langsam unter und jetzt laufe ich mal die Straße hoch, weil da war ich vorhin, als ich das Haus gesucht habe. Und da hat man einen tollen Blick über den gesamten Hafen und das möchte ich mal aufnehmen. Tschüss,